Hi, ich bin Luke. Ich studiere Mediendesign im vierten Semester an der MDH in Düsseldorf. Aber jetzt gerade sitze ich zu Hause, so wie wahrscheinlich die meisten von uns. Denn die Corona-Situation stellt für uns alle einiges auf den Kopf. Und trotzdem hat das Semester pünktlich angefangen, also ist auf jeden Fall gegen Langeweile gesorgt. Wir haben jetzt Online-Vorlesungen. Die machen wir über Teams, denn das Programm bekommen wir sowieso von der Uni gestellt, also ergibt das natürlich Sinn. Das klappt auch wirklich überraschend gut, muss ich sagen. Die Videocalls sorgen dafür, dass der Unitag eigentlich fast wie immer ist. Die Unterhaltungen in den Gruppenanrufen funktionieren auch super gut, weil wir sind ein ziemlich kleiner Kurs, also ist die Verständigung überhaupt kein Problem, auch online. Der einzige wirkliche Unterschied ist, dass man jetzt in Schlafhose zur Uni gehen kann. Da wir sowieso fast den absoluten Großteil digital arbeiten, funktionieren die Seminare auch reibungslos. Wir bekommen Aufgaben gestellt, bearbeiten die, laden sie hoch oder präsentieren sie per Bildschirmübertragung, um sie mit unseren Dozenten und Kommilitonen besprechen zu können und Feedback und Korrekturen einzuholen. Besonders beeindruckend finde ich im Moment, dass sich die Dozenten so unglaublich viel Mühe geben, uns immer für Fragen oder Hilfe zur Verfügung zu stehen und uns Studenten den Rücken zu stärken. Auch außerhalb den regulären Zeiten, über Anrufe, Chat oder Mails sind sie eigentlich immer erreichbar und das ist gerade jetzt eine Riesenhilfe und auch wirklich wichtig.